ich habe so ein bisschen Franz Beckenbauer Fußball-Weltmeisterschafts-Vibes hier. Also man geht über den heiligen Rasen. Hier wurde ich früher oft vorm Tor hart genug angeschossen und der ist abgeprallt, der Ball, und irgendwie manchmal auch reingegangen. Und wenn ich das dann so sehe, ist schon, da werde ich so ein bisschen nostalgisch, muss ich sagen. Und vor allen Dingen aber auch aufgeregt. Du musst dich vorstellen, in einem Umkreis von 500 Metern hat so mein ganzes Leben stattgefunden. Ich habe da 200 Meter da drüben habe ich mein erstes Geld verdient und ein bisschen Russisch gelernt auf der Arbeitsstelle. Da habe ich heimlich geraucht und getrunken. Da ist der Garten meiner Eltern. Da habe ich Tennis gespielt und diverse Skateboards zertrümmert auf der Halfpipe. Ja, eigentlich die Grundlagen wurden hier geschaffen. Alles, was ich bin, ist das hier. Meilensteine, Augenblicke stapeln sich in tausend Kisten. Alte Fotos, Bucketlisten, so viel Staub und erste Schritte, die man nicht so leicht vergisst. All die Herz- und Schmerzgeschichten, erste und dann Abschiedsküsse, gerade noch auf Klassenfahrt, jetzt fuck das erste graue Haar. Es gibt im Countdown ein Gesicht. Tick-Tack, sind diese Momente gekommen, dann verschwommen. Im Tick-Tack fliegt einem die Zeit davon. Doch wir halten uns fest, solange sie uns lässt, und fliegen einfach mit dir mit. Wie teilen wir uns auf? Du singst es alleine. Du singst mit. Ich singe zweite Stimme. Ja. Und er ist ein Perfektionist, das muss man wissen. Das heißt, er denkt jetzt gerade an alle Details. Also er denkt halt irgendwie so, ist das jetzt wichtig? Was machen wir da? Zwischen die zwei Lieder, dann kommen die, dann ist das. Also ich glaube, der wird die Show erst nach dem Einer erleben. Ist eigentlich alles wie immer. Nur irgendwie gucke ich heute genauer hin. Ich weiß auch nicht. Es ist viel Denkarbeit auf jeden Fall. Also es sind so viele neue Sachen in der Show, die auftauchen. Muss man irgendwie verinnerlichen und dass man nachher nicht mehr drüber nachdenkt, dass man sie einfach jetzt schon auswendig lernt. Aber es wird schon. Jetzt regnet es wieder ein bisschen. Ich glaube ja, es regnet nur die ganze Zeit, weil das erste Mal seit 2000 Jahren die Samstagabendmesse im Dorf abgesagt werden muss wegen dem Konzert. Und das ist jetzt so ein bisschen die Strafe wahrscheinlich. Ja, wird schon. Geradeaus und weiterlaufen, Haken dran an neues Glauben, Haus bauen oder Welt bereisen, Kinder kriegen, selbst eins bleiben, auf das, was bleibt und das, was kommt. Tick, Tack, sind diese Momente gekommen, dann verschwommen. Then make your cheeks, you gotta get it right. While you got the time, say you can close up in your mind. And then I'm in the mirror, I'm asking if the change is playing. And no message could have been any clearer. If you wanna make a burn, a better place, take a look at yourself, then make a change. I'm gonna make a change for once in my life.
Das ist geil. Und auch bei diesem. Du machst den. Na, 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 und ich mach den. Ja. Super. Mega. Geil. Super geil. Tierisch. Jungs, vielen Sehr Dank. Sehr schön. Meine Gitarre schneiden wir später eh raus. Das muss für ihn so schön sein. Es muss schön, aber natürlich auch sehr, sehr stressig. Das erste Mal, dann auch noch so groß, wirklich eine komplett neue Infrastruktur hier geschaffen. Ich kann mir vorstellen, dass das halt irgendwann in ein paar Jahren ist es hier ganz normal, dass hier in jedem Sommer mal so ein großes Festival startet. Und das war sponsored by Johannes Oerding. Wir halten uns fest, solange sie uns lässt. Ich dachte mir schon, dass einige Leute kommen werden, wenn der Oerding hier ein bisschen Musik macht. Ich meine, der ist ja hier saubekannt und die Eltern kennt ja auch jeder, ne? Sein Vater ist ein bunter Hund hier. Aber das wirklich 14.000 Leute, also die Gemeinde besteht ja nur aus 5.000 Menschen oder so. Viel mehr kann man ja nicht mehr erreichen.
Es war eine kleine Idee vor vielen, vielen Jahren, hier irgendwann vielleicht mal zu spielen. Vielleicht kommen ja 1000 Leute. Vielleicht kommen 5000 Leute und ihr habt uns die Bude so eingerannt. Ja, ihr seid hier. Wir haben es geschafft. Und ich glaube, wenn wir das hier geschafft haben und ihr eine gute Zeit hattet und ich eine gute Zeit habe, können wir das eigentlich nochmal machen, oder? Der nächste Song hat noch nie so gut gepasst. Er heißt Heimat. Dein Gesicht, es spiegelt sich in Regenpfützen. Ist sogar grau, kannst du gut tragen. Und wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich grad suche, ich find es hier. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich kein zum Reden hab. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst, ich sag dich immer. Und wenn man so nah dabei hat, ne, wenn man da nicht bei war, dann hat man was verpasst. So ist das.